Das ist großartig aus. Bitte. Hast du auch Lust zum Tanzen? Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Okay. Nein, ich verstehe dieses Restaurant nicht. Ich muss ein Jackett tragen und dich lassen sie in einem Hauskleid rein. Halt, warte, bitte nicht. Nein, ich habe es nicht so gemeint. Bitte setz dich wieder, bitte. Du kannst mich ja im Sitzen noch länger böse anschauen. Mach mir ein Kompliment, sofort. Das bist du mir schuldig. Du hast gar keine Ahnung, wie sehr du mich verletzt hast. Plötzlich, wenn eine Frau meint, dass man sie braucht, erpresst sie einen. Ja. Das war kein Kompliment. Du versuchst gerade irgendwas Schlaues zu sagen, damit ich mich blöd fühle. Ein Kompliment ist etwas Nettes zu jemandem zu sagen. Die Zeit läuft. Ja, gut. Und meine es. Ja, ich hab's verstanden. Also, ich habe ein Riesenkompliment für dich und es ist nicht gelogen. Wieso habe ich gerade so eine Ahnung, dass du wieder gleich was Gemeines sagen wirst? Jetzt sei nicht so pessimistisch, das steht dir nicht. Okay, also, hier kommt es. Ich habe ja dieses, wie sagt man, dieses Leiden. Und mein Arzt, der Psychiater, der sagt, dass dieses Leiden mit einer Tablette um rund 50-60% reduziert werden kann. Ich hasse Tabletten. Tabletten sind für mich der reinste Horror. Und mit dem Wort Horror, da meine ich buchstäblich Horror. Mein Kompliment ist, dass ich nach unserer ersten gemeinsamen Nacht, also in der Nacht, als du mir gesagt hast, dass du nicht mit mir, also jedenfalls nicht mit mir, am nächsten Tag, da habe ich begonnen, die Tabletten zu nehmen. Und wo ist jetzt das Kompliment für mich? Für dich möchte ich ein besserer Mensch werden. Das ist wahrscheinlich das schönste Kompliment in meinem Leben. Ja, ich habe es auch ein bisschen aufgetragen, dick, aber vielleicht schaffe ich das auch gar nicht mit den Tabletten. Lass es.